Zeit, die Zeit, die Zeit vergeht und manchmal rennt sie. Keiner versteht und keiner kennt sie. Sie rennt wie Sand durch unsere Finger. Das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit. Kennt keine Pause, tut mir leid. Und keiner hört sie an, die Zeit. Mit ihrem Tick. Die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Der Mensch hat Angst vor dieser Kraft und deshalb sperrt er sie in Uhren ein. Und wenn er glaubt, er hat's geschafft, kommt sie mit Tick, Tack, Tick, Tack. Dann schlägt die Zeit zurück. Der Mensch ist jung und strahlend schön. So will er bleiben für die Ewigkeit. Jedoch die Schönheit wird vergehen. Denn mit dem Tick-Tack, 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 Tick, da schlägt die Zeit zurück. Gerade eben war es noch so schön und alles nahm seinen Lauf. So muss es weitergehen, oh ja, das hört niemals auf. Da kommt so ein Orkan und fliegt die Welt über Bord. Da fängt was Neues an und dafür gibt's nur ein Wort. Da gibt's nur ein Wort. Das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit vergeht und manchmal rennt sie. Keiner versteht und keiner kennt sie. Sie rennt wie Sand durch unsere Finger. Das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit. Kennt keine Pause, tut mir leid. Und keiner hört sie an, die Zeit. Mit ihrem Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die großen Helden ihrer Zeit. Die großen Herrscher, Krieger, unbesiegt. Die müssen weichen, tut mir leid. Die Zeit mit Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick. Gewinnt am Schluss den Streit. Wer gut gekämpft, bekommt als Lohn die Herrschaft übers ganze Kaiserreich. Jedoch am Schluss, es ist ein Hohn. Die Zeit mit Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick stößt ihn vom höchsten Thron. Sie regiert mit Macht die ganze Welt. Sie stößt Gebirge ins Meer, holt den Stern vom Himmel zählt. Fegt das Firmament leer, ist der Funke, der es schafft, dass ein Imperium fällt. Sie ist diese eine Macht und sie regiert diese Welt. Regiert diese Welt. Das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die Zeit vergeht und manchmal rennt sie. Keiner versteht und keiner kennt sie. Sie rennt wie Sand durch unsere Finger. Das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Kennt keine Pause, tut mir leid. Und keiner hält sie an, die Zeit. Mit ihrem Tick, Tack, 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 Tick. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die Zeit, die Zeit. Die Zeit. Oh no.
Märkte. Lass mich! Nicht die Beine! Ich habe noch ein ein Waffe. Als du das erste Mal auf der Burg aufgetaucht bist, hätte ich niemals gedacht, dass ich mich in diesen eingebildeten Prinz Bertrand von Bordeaux jemals verlieben könnte. Alors, ich habe mich beim ersten Mal auch gedacht, diese Burgfräulein Isabella von Rheinsberg aus dem Mostviertel ist wirklich ein langweiliger Landpommerhose. Na, hier werde ich es geben. No, nicht kitzeln. Bitte nicht. Okay, alors. Ein Moment. In der Zwischenzeit habe ich mir diese Landpomeranze eine Erzensromance. Ja, und dieser französische Göckel hat unter seiner gelackten Hochglanzschale ein Erz, in das man sich einfach verlieben muss. Oh, das stimmt absolut, ja. Bertrand. Also scheinbar stimmt es doch. Ja, was stimmt, ja? Nicht schon wieder. Was sich liebt, das neckt sich. Was sich liebt, das neckt sich. Das schlagen Herzen höher, werden Sinne wach. Ja, was sich liebt, das auferweckt sich. Macht die Herzen so weit, macht die Herzen bereit für ein Leben, ein Leben, ein Leben zu zweit. Oh, schau, was ist da oben? Was ich liebt, das neckt sich. Da werden Emotionen auf den Kopf gestellt. Was ich liebt, das versteckt sich. Macht die Herzen so weit. Macht die Herzen bereit für ein Leben, ein Leben, ein Leben zu zweit. Ich kann nicht verstehen, was da mit mir passiert. Da war das Gefühl, irgendetwas läuft doch ganz verkehrt. Auf einmal diese Angst, dass man den Kopf verliert, dass man etwas Fremdes spürt und dann sein Herz verliert. Und dann kommt man drauf, dass man kein Herz verliert, sondern ein neues Herz gewinnt. Was ich lieb, das neckt sich. Man baut ein süßes Schild aus Spaß und Spott und Spiel. Ja, was ich lieb, das versteckt sich. Macht die Herzen so weit, macht die Herzen bereit für ein Leben, ein Leben, ein Leben zu zweit. Das Privileg der Jugend. Immer temperamentvoll und ungestüm und kämpferisch. Aber ich kann euch sagen, es geht auch anders. Was ich lieb, verzaubert. Da strömt auch unsere Herzen wahre Harmonie. Ja, was ich lieb, das überdauert. Macht die Herzen so weit. Macht die Herzen bereit für ein Leben, ein Leben, ein Leben zu zweit. Menschen finden zueinander, die zuerst noch weit entfernt. Denn die Liebe reißt die stärksten Mauern ein. Wahre Liebe ist ein Zauber, das die Herzen sanft erwärmt. Die ganze Welt erstrahlt so hell in ihrem Schein. Ein Licht so sanft und rein, so wird es immer sein. Was ich lieb, verzaubert, das strömt durch unsere Herzen wahre Harmonie. Ja, was ich lieb, das überdauert.
Bertrand. Ja, oui. Schwarzel. Ja. Gut, dass ich euch treffe. Wie steht es eigentlich mit den Vorbereitungen zur Doppelhochzeit? Dem Volk von Rheinsberg soll dies für alle Zeiten in Erinnerung bleiben. Edler Burgherr Heinrich, werte Griselda zu Grafenberg von Göteborg, gestattet mir, dass ich noch nicht alles verrate, denn es wird noch die eine oder andere Überraschung geben. Ah, oui, aber sehr geehrte Bürger Heinrich, oder wie ich schon bald sagen darf, cher Schwiegerpapa, eine Attraktion haben wir jetzt schon für euch vorbereitet. Es sind die drei Ritter vom Ritter-Trio Infernal und sie werden die erhabene Überlegenheit des Ritterstandes präsentieren. Ritter Rüdiger. Mit der langen Nase. Ritter. Was? Ritter Rüdiger, ängstlich wie ein Hase. Ritter Rüdiger. Vorsicht, es ist sehr unschicht. Vorsicht, Monsieur. Vorsicht. Ritter Rüdiger, Geist aus dem Jahrhundert. Ritter. Oh, jawohl, sehr schön. Ritter Rüdiger mit der langen Nase. Ritter Rüdiger, 1000 Jahre alt. Ja. Oh, habt ihr auch ein bisschen? Warum habt ihr? Tada! Die größten Ritter unserer Zeit. Ja, Sie haben ja noch Zeit zu üben. Ich lade euch jetzt alle zum Abendessen ein. Oh ja, lecker. Moschee, auch mal schon der Ungar. Was ist Ritter Rüdiger, der hat viele Garten. Oh, Ritter Rüdiger, er fasst sich an den Po. Oh ja, Ritter Rüdiger hat eine volle Blase. Ritter Rüdiger, er schafft nicht mehr aufs Klo. Er kackt in das Gemäuer mit. Ahu. Und das wär's Ungeheuer, glaubet mir. Ich glaube, darf ich mal was fragen? Oh, ich weiß nicht, Isabella, du redest die ganze Zeit, wir singen dir sehr lustig. Ja. Fragen. Wie kann ich auf so gemeine Art lustig machen über Ritter Rüdiger? Was? Sie, das war doch nicht böse gemeint, das war ein Scherz. Ich glaube aber nicht, dass er so lustig findet wie ihr, wenn man ihn wie einen Blechbüchsen-Kaschball darstellt. Ich würde wetten, dass er es lustig findet. Ja. So? Du willst wetten? Ja. Also gut, wetten wir. Und wer die Wette verliert, muss nach der Doppelhochzeit den ganzen Rittersaal alleine putzen und aufräumen. Boah, das schaue ich mir an. Le tout Rittersaal. Den ganzen Rittersaal. Bitte aufräumen, ganz alleine. Was ist? Bekommst du es mit der Angst zu tun? Na, komm, nein. No, ich bin mich sicher. Na. Ich schlage in die Wette. 1, 2, 3, 4. Je danse. 1, 2, 3, 4. Vive la France! Also, wir fassen zusammen. Das Burgfräulein Isabella gewinnt, wenn sich Ritter Rüdiger durch die Spaßversion seines Liedes beleidigt fühlt. Und Bertrand, der wackere Recke, gewinnt, wenn er die Spaßversion lustig findet. Sehr lustig. Das ist ja gut. Ritter Rüdiger! Aha! Ich bin der gute Schutzgeist der Burg von Rheinsberg, der in den Türmen haust und durch die Wände saust. Hört mein furchtbares Geistergrollen. Verdammt! Rüdiger! Meine Güte, ich schaff das einfach nicht mit meinem furchtbaren Geistergrollen. Meine ständig verschnupfte Nase macht mir immer einen Strich durch die Rechnung, vor allen Dingen bei so einem Wetter. Oh, Vorsicht! Nicht ausrutschen. Ritter Rüdiger! Oh. Hoppala!
Hast du mitbekommen, welch unwürdiges Schauspiel man da heute aufgeführt hat? Oh ja, das war vielleicht lustig. Was? Achso, nein! Nein, das war natürlich frustig. Nein. Ich meine, wie lächerlich sich diese drei mächtigen Ritter da gemacht haben. Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe gesehen. Mit der Lanze. Das war lustig. Nein. Rudi. Nein, das geht ja nicht. Man kann ja auch auf so einem Pferd überhaupt nicht rückwärts rennen. Grüß dich. Und dann ist er auch noch in die ganze Zeit. Ja. Pass dich. Meine Güte, wem ist das denn eingefallen? Oh, mich. Herzlichen Glückwunsch. Ich kriege den Pferd. Merci. Oh, aua. Ich würde sagen, ich habe gewonnen, Schwarze. Oh? Ja, warte mal. Ich Ritter Rüdiger, der gesamte edle Ritterstand wurde in den Schmutz gezogen. Naja, edler Ritterstand, also ich muss leider dem Minnesänger Schwarzel ja schon recht geben. Die Zeiten für uns Ritter sind nun mal nicht so rosig. Ja. Nee, die sind eher so rostig. Das war lustig. Dann hat dich diese Sportversion deines Liedes vielleicht auch ein bisschen traurig gemacht. Jetzt. Ich habe geweint. Ja. Und gelacht gleich. Yeah. Unentschieden. Unentschieden. Ja, da werdet ihr halt den Rittersaal gemeinsam aufräumen müssen. Was? Du kannst uns dabei helfen, Ritter Rüdiger, so wie Bitte? Echte Freunde das machen. Was helfen? Echte Freunde? Mhm. Und gerade eben habt ihr euch noch über ihn lustig gemacht? Ja. Seid ihr Freunde? Oh, ja. Gute Freunde? Oh, ja. Freunde nehmen sich in Schutz, ziehen sich niemals in den Schmutz. Seid ihr Freunde? Ja. In schweren Stunden manchmal gegen Wind. Ja, dann weißt du genau, was gute Freunde sind. Wir sind Freunde. Oh ja, gute Freunde. Oh ja, hoppla. Oh, und wir halten fest zusammen unser Leben lang. Oh, was haben wir gemeinsam durchgemacht? Was haben wir erlebt? Wir haben schon gedacht, dass es zu Ende geht. Wir haben schon geglaubt, ganz Rheinsberg ist verloren. Wir haben uns davor noch nicht gekannt, doch diese schwere Zeit, die war so wie ein Band. Wir waren so bereit. Jetzt gemeinsam in den Kampf, das haben wir geschworen. Nebukator lauerte uns auf. Mit Eis und Feuer wollte er grausam Rache nehmen. Doch ging für diesen Schuft die Rechnung halt nicht auf. Wir waren gemeinsam und er starb einsam im Lavafluss. Oh yeah. Er war ein Berserker, doch wir waren stärker ganz am Schluss. Zieht sich niemals in den Schmutz, no? Wir sind Freunde. Ja, klar. Gute Freunde. Oh. Und wir halten fest zusammen unser Leben lang. Wir halten fest zusammen unser Leben lang. Wuhu! Yes! Langsam, Maxi. Maxi, nicht so schnell. Nicht so schnell. Aufnahme von eurer Burg bitten, weil wir heute weit gereist sind und ich es einfach nicht mehr da schnaffe. Was? Du bist Pater Bertel? Nein, ich bin Maxi, sein Vize. Ich habe nur in seinen Namen gesprochen, weil ihm wieder mal die Luft ausgegangen ist. War halt doch hier ein bisschen steil hinauf. So! Ich glaube, ich bin ein Pferd. Ein echter Ritter! Aber Maxi, bitte denk an deine Ausdrucksweise! Aber schau nur, wie lange haben wir keinen echten Ritter mehr gesehen? Gestatten, Ritter
Rüdiger, meines Zeichens Burggeist auf dieser Burg. Und der letzte Ritter ebenfalls. Und wahrscheinlich sogar der letzte Ritter im ganzen Kaiserreich. Ein Schutzgeist? Du meinst mit Ahu und so. Nicht nur mit Ahu, sondern auch mit Aha. Pater Bertel, ich glaube, mein Schwänz pfeift. Aber Maxi, bitte. Ich sehe schon, es war höchste Zeit, dass wir die Burg Rabenstein verlassen haben. Die Stallburschen dort haben eine fürchterliche Sprache und das hat schon viel zu viel auf ihn abgefärbt. Verzeih, aber wenn ich doch so begeistert bin von diesem Rittergeist. Also, mir gefällt ja diese Begeisterung ganz gut. Da kann er ruhig mal ein bisschen sein Schwein pfeifen lassen. Herr Rüdiger, da sollte es doch ein Vorbild für Kinder sein. Es sind ja aber gar keine Kinder da. Also, hochwürdigster Pater Bertel, mein Name ist Isabella von Rheinsberg. Ich bin die Tochter des Edelnburgern Heinrich. Und das ist mein Verlobter. Bitte, Frau. Prinz Bertrand von Bordeaux. Es ist mich eine Ehre, Pater Bertel. Bertel, er heißt Pater Bertel. Ja, und wir können euch und eurem Novizen Maxi hier auf Burg Rheinsberg auf jeden Fall Unterkunft und Verpflegung bieten. Oh, edles Fräulein Isabella, eure Worte rühren mein Herz. Schon lange wurde uns keine so große Freundlichkeit mehr entgegengebracht. Boah, so einen schmalzigen Spruch hast du auch schon lange nicht mehr von Stapel gelassen, Pater Bertel. Maxi, bitte. Brunhild, können wir bitte ein Zimmer für die beiden richten? Und Petra? Petra? Ihr könnt meinem Vater mitteilen, dass wir noch weitere Gäste haben. Oh, das ist eine gute Idee. Bitte Maxi, Pater Bertel. Bertel, er heißt Pater Bertel. Bertel. Ja. Autsch. Schau mal, Pater Bertel, der ist der Spruch von unserem Kaiser Friedrich. Oh, das? Ja, das hat der Burgherr Heinrich hier vor kurzem aufhängen lassen. Da steht A-E-I-O-V drauf. Nein. Das da hinten ist kein V, das ist nämlich ein lateinischer Spruch. Und bei den lateinischen Buchstaben ist ein V ein U. Oh. Na Gott sei Dank ist eine hart erarbeitete Bildung auf Burg Rabenstein nicht abhanden gekommen. Und sag mal, was heißt jetzt dieses A, E, I, O, U? Ja, das ist ganz einfach. Die deutsche Übersetzung lautet, alles Erdreich ist Österreich untertan. Das ist ja interessant. Aber natürlich ist es Latein und da gibt es mehrere Varianten. Und die da lauten? Erste Bedeutung. Austria erret in orbe ultima. Das ist übersetzt, Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt. Zweitens. Austria est imperare orbe universo. Das ist übersetzt, es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen. Oder drittens. Austria est imperium optima unita und das ist übersetzt, Österreich ist ein aufs Beste geeintes Reich. Ja. Brav, Max. Brav, Maxi. Sehr brav. Sehr brav. Brav, Pater Bertel? Das war unglaublich. Das würde man von so einem Lauser wie dir ja überhaupt nicht erwarten, Mensch. Und weißt du, wie es die Stallburschen auf Rammstein übersetzt haben? Nein, 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 nein. Alle Esel in Österreich urinieren. Maxi, nein, 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 nein. Sag mal, Maxi, ich glaube, bei deinem Pater Bertel, da ist irgendwas stecken geblieben. Oh je, der Stottern fängt immer an, wenn er sich aufregt. Aber es gibt ein Gegenmittel. Lachen, Pater Bertel. Ja. Sing mir nach. Ja. Ha-ha-ha-hi-hi. Manchmal hilft nur das Lachen. Ha-ha-ha-hi-hi. Ha-ha-ha-hi-hi. Man kann gar nichts Besseres machen. Ha-ha-ha-ho-ho. Ha-ha-ha-ho-ho. Lachen hilft schon am Morgen. Ha-ha-ha-hu-hu. Ha-ha-ha-hu-hu. Ja, das ist, es ist schon viel besser. Ja, Lachen ist halt doch die beste Medizin. Ja, das sage ich ja auch immer, Pater Bertel. Aber das muss ich jetzt unbedingt meinem Freund Zacharias erzählen. Der wird sich wegschmeißen. Nein, 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 Österreich. Nein, 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 oh nein, jetzt habe ich ihn wieder aufgeregt. Schnell, das Lied. Manchmal hilft nur das Lachen. Ha, 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 hi, hi. Man kann gar nichts Besseres machen. Ha, ha, ha.
schöner Morgen. Es war nur die ganze Zeugen. Also, Obacht! Fischers Fritz fischt frische Fische. Maxi, es hat gewirkt, es hat gewirkt. Was für ein Tag, was für ein Tag. Schon wieder neue Gäste auf unserer Burg. Seid uns willkommen. Ah, und Ritter Rüdiger lässt sich auch wieder mal blicken. Alter Heini! Heinrich, den Edelmann, den ihr hier vor euch stehen seht, das ist der edle Burgherr Heinrich von Rheinsberg. Und an seiner Schokoladenseite die wunderschöne, alles überstrahlende, den Regen verdampfende Griselda von Grafenberg zu Göteborg. Wie erfreut, euch endlich persönlich gegenüberzustehen. Wir zu euren Diensten. Zu euren Dienstag? Also, unsere Gäste hier auf dieser Burg. Eure Gäste, natürlich. Sind Pater Bertel und sein etwas aufmüpfiger Novizier Maxi. Ich habe die Ehre. Ich hebe die Haare. Aber Maxi, bitte benimm dich, wenn wir Adeligen gegenüberstehen. Hab Dank für eure Gastfreundschaft, edler Heinrich und hochwohlgeborene Griselda. Darf ich euch im großen Festsaal noch eine kleine Stärkung anbieten? Oh. Danke, edler Burgherr. Nein, das kann ich nicht annehmen. Doch, nein. Das kann er schon annehmen. Da drinnen ist nämlich total tote Hose. Maxi, wir sind nicht auf Burg Rabenstein. Nein, wir sind hier auf Burg Rheinsberg und da sind die Mägen immer gut gefüllt. Dieser Maxi ist so gut. Oh, das ist unsere neue Turmglocke. 2. Da gehen alle Leute auf Rheinsberg. 3. Ins Bett. Und die Burg gehört mir. Denn bei 4 freue ich mich. Bei 5 als Burggeist. Und vor allem bei 6 bei Schlag Nummer 7. Also, nein, nicht bei Schlag Nummer 7, sondern eigentlich bei Schlag 10. Nein, das war jetzt nicht Schlag 10. Das war jetzt natürlich der Schlag. Na, Mann! Oh, jetzt bin ich schon wieder total durcheinander gekommen. Ach, welcher Schlag war das denn jetzt schon wieder? Ja, das war der 10. Schlag. Und da erscheint dann immer der Esel Zacharias. Das wolltest du vermutlich sagen, oder? Zachi! Alter Zausel! Schön, dich zu sehen. Du, sag mal, hast du schon gehört? Wir haben Gäste auf der Burg. Ja, Pater Bertel und der kleine Maxi. Was, das weißt du schon? Ja, die beiden haben ein Maultier und mit dem bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen. Nein! Ja! Boah! Ja, das Maultier hat mir erzählt, die beiden ziehen schon seit Jahren von einer Burg zur nächsten und von einem Kloster zum anderen und nirgends bleiben sie länger als ein paar Monate. Nein! Ah, boah! Du, der kleine Maxi ist ein Waisenknabe, dessen Eltern bei einem schrecklichen Feuer ums Leben gekommen sind. Nein! Boah! Ritter Rüdiger? Nein! Was denn? Können wir das bitte lassen? Was? Ja, dieses Nein, I-A, Pau. Schade. Ja, also und seither erzieht dieser Pater Bertel den kleinen Maxi fast schon höfisch. Das Maultier meint, aus dem solle mal etwas Besseres werden. Ja, das kann ich aber nur bestätigen, weil der kleine Maxi, der spricht schon besser Latein als der Papst. Nein. I-A, Pau. Ja, das hat mir Pater Bertel beigebracht. Maxi! Sag mal, was machst du denn hier? Du solltest doch schon längst im Bett sein. Ich wollte mich noch ein bisschen umschauen. Boah, was ist denn das da oben? Das, mein kleiner Freund, ist die berühmte Rheinsberger Drachensaupone. Posaune. Damit kann man den Drachen Feuermaul herbeilocken. Hier gibt es Drachen! Nein, die blasen wir jetzt besser nicht. Denn wenn man den Drachen Feuermaul umsonst aus dem Schlaf reißt, da ist er meistens sehr gereizt. Schade, ich hätte so gerne einen echten Drachen gesehen. Maxi, schau mal her. Was ist das? Das sind getrocknete Menschenohren. Menschenohren? Nein. In Wirklichkeit sind es getrocknete Rübenscheiben. Aber sie wirken besser, wenn man sagt, es wären Menschenohren. Hä? Na, schau mal dort hinauf. Juhu!
zweimal gesagt. Ja? Du sollst nicht immer wie so eine Kanonenkugel da herunterschießen. Ja, ist schon gut. Ich soll nicht immer wie eine Kanonenkugel da herunterscheißen. Johoi, das sagt man nicht. Was? Kanonenkugel? Nein, das Pfui-Wort. Ach so. Herunterscheißen! Ich hab gesagt, nicht sagen. Ach so, ja. Gut, Mama, ich sage nie wieder. Herunterscheißen! Ich habe gesagt, nicht sagen. So. Und jetzt begrüß mal lieber unseren kleinen Gast hier. Das ist der kleine Maxi. Ich hab gesagt, du sollst ihn begrüßen, Mensch. Oh, Entschuldigung. Hallo, kleiner Knacksi-Maxi. Hallo, lieber Baby-Drachi-Hui. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Ich glaube, der kleine Knacksi-Maxi mag ein Bussi. Oh ja. Nein. Du, der schlägt dich nur von oben bis unten ab. Egal. Maxi, wir haben dich gewarnt. Nee, mach's wirklich, mach's nicht. Knacksi-Maxi-Bussi. Juhuitski! Fuitski! Ah! Ja. Lecker, lecker, lecker. Jetzt muss ich mich nie mehr waschen. Moment. Zwei Haxen, zwei Flügel, ein frecher Schnabel. Du erinnerst mich ein bisschen an einen Huhn. Und da habe ich auf Rabenstein einen Trick gelernt. Ein Trick? Juhui! Oh ja. Aber ist der gefährlich? Ja, ich glaube, ich weiß, was er meint. Das habe ich bei einem Huhn schon einmal gesehen. Nein, das ist absolut ungefährlich. So, jetzt müssen wir dich hier auf den Rücken hinlegen. Was hinlegen? Was? Und gleichzeitig am Hals und am Kopf. Und am Kopf und Es funktioniert! Aber was ist mit ihm? Das nennt man Hypnotisieren. Das funktioniert mit den Hühnern auch so. Und was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, das ist Babydrachenschnarchen. Babydrachenschnarchen? Ja, gut, aber so sehr ich diese Stille auch genieße, kannst du ihn bitte wieder aufwecken? Ja, natürlich. Dazu muss man ihn nur aufrecht hinsetzen. Was war das denn? Es war so warm und so still. Wie in einem Drachenei. Ja. Du, Maxi, jetzt musst du aber wirklich wieder ins Bett. Pater Bertel wartet sicher schon auf dich. Moment, aber wenn ich morgen wieder den Juhui sehen darf. Auf gar keinen Fall. Nein, war nur Spaß, na klar. Gute Nacht. Bussi. Gute Nacht. Also wirklich ein ganz außergewöhnlicher kleiner Mann. Ja, hast du recht. Die Zeit vergeht und manchmal rennt sie. Keiner versteht und keiner kennt sie. Sie rinnt wie Sand durch unsere Finger. Das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit. Kennt keine Pause, tut mir leid. Und keiner hält sie an die Zeit. Mit ihren Thank you.
Schnitzel. Ja. Hatten wir... Quasel! Ja, Entschuldigung. Hatten wir nicht ausgemacht, dass ab jetzt nur mehr die neue Glocke im Turm den Morgen einläutet? Ja. Die Fanfaren sind eindeutig zu laut. Wir hatten aber auch ausgemacht, dass berittene Gäste immer noch mit der Fanfare angekündigt werden. Und da hinten kommen gerade 6 Stück den Berghügel hinauf. Burghügel, Berg, Burg. Reiter so früh am Morgen? Seltsam. Was die wohl wollen in aller Herrgottsfrühe? Seid mir gegrüßt, werte Herren. Hier auf Rheinsberg freut man sich immer über Gäste, wenn es auch ungewöhnlich früh ist für einen Besuch. Wenn ihr nun die Güte hättet, uns euren Namen zu verraten. Sei gegrüßt, mein Name ist Diodatus Nebukatorius. Ja, aber Nebukator, ihr seid doch tot! Verzeiht den etwas dramatischen Auftritt. Aber eure Reaktion zeigt mir, dass ich hier durchaus richtig bin. Nebukator? Wie kann das sein? Der, der sich Nebukator nannte, der stand mir sehr nahe. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Mein Name ist Diodatus Nebukatorius. Ich bin der Ältere von uns beiden. Und er war mein Bruder. Darum floss auch in unseren Adern seit unserer Geburt dasselbe Blut. Und er war mein Bruder. Er war ein Alchemist, wie kein zweiter es ist. Aber eins tat ihm nicht gut. Er hat sich auf die schwarze Magie eingelassen, hat den ehrbaren Weg der Familie verlassen. Bleib doch mein Bruder. Ich bin der Erstgeborene, der von Gott geschenkte, was Theodatus heißt. Ja, und er war mein Bruder. Er hat sich irgendwann Nebukator genannt, wie ja hier wohl jeder weiß. Und jetzt höre ich Gerüchte, er ist nicht mehr da. Darum frage ich euch heute, wo ist Waldemar? Waldemar? Welcher Waldemar? Waldemar Nebukatorius. Der, den ihr als Nebukator kanntet, ist in Wirklichkeit Waldemar Nebukatorius. Hör ich Geschichten, die davon berichten, dass nicht mehr lebt. Ja, war mein Bruder. Ließ den richtigen Glauben von Zauber sich rauben, verraten und verkauft. Nur mit schwarzer Magie schickte den Lavan los. Was? Doch dann wurde selbst reingestoßen. Zum Schluss. Er wurde was? Was? Hör ich wie? Er wurde gestoßen. Ja, ja, ich glaube schon, Isabella, nicht wahr? Was? Hör ich wie? Bitte, er wurde gestoßen. Und jeder weiß, dass er selbst schuld daran war. Was? Hör ich wie? Bitte, wer hat ihn gestoßen? Unser Jugend schuft ihn ins Feuer hinein. Was? Hör ich wie? Bitte, was soll ein Jochoi sein? Ein Babydrache, der ist wirklich sehr klein. Aber ich will nichts mehr hören von Drachen und Zauber und schwarzer Magie. Ausschluss, ich will es zerstören, dieses Zaubergeschwür, diese Zeiten, sie führen ins Licht. Sie stehen mir im Weg. Wie die Zauberdämonen, ich fürchte sie nicht.
Dämonen haben von meinem Bruder Besitz ergriffen. Ja, er konnte sich nicht mehr befreien von ihnen. Aber das gibt niemandem das Recht, ihn zu töten. Und er war mein Bruder. Niemand tötet sie einfach, ganz ungestraft. Einen Nebukadnezar. Ja, er war, er ist, er bleibt für immer mein Bruder. Dieser dunkelste Messer und magische Kräfte, für die Wie auch immer. Diese beiden hier haben mich gesucht und gefunden und dienen mir jetzt als Wachen. Zeigt euch. Kuno Bruno, ihr lebt! Ja, und wir sind jetzt Wachen! Also ich bin auch nicht ganz Wachen. Wir dachten, ihr wärt auch in der heißen Lavaglut umgekommen, wie euer Meister. Nein, wir saßen am Röhrenkogel und wollten sehen, wie Rheinsberg brennt. Und dann ist Nebukadnezar... Nein, nicht diesen Namen. Er ist mit schwarzer Magie befleckt. Mein Bruder hieß Waldemar. Ja, und dann ist Waldemar... Reiß dich zusammen, du Depp! Aber dann ist Waldi nicht mehr aus dem Loch. Weder Waldi noch Nebukadnezar. Und dann musste er in der Lavaflut sterben! Arme Waldi! Er wurde Waldemar getauft. Wie auch immer, danke, dass ihr mich hierher geleitet habt in diesem verschlafenen Nest hier. Da führen seltsame Bräuche ein Dasein, als gäbe es keine heilige Mutterkirche. Ah, Heinrich von Rheinsberg, ihr habt doch sicherlich angemessene Zimmer für mich und meinen Assistenten Siegfried, nicht? Ja, natürlich. Brunhild, seit den tragischen Ereignissen wurde der obere Trakt und sein Labor im Turmzimmer nie mehr betreten. Ach, man möge uns dorthin führen. Kuno Bruno, ihr könnt euch zurückziehen und wartet auf mein Zeichen. Ja! Wir warten auf dein Zeichen! Auf welches Zeichen warten wir? Na, welches Zeichen wohl? Man wird euch rufen lassen. Ah, und was ruft man dann? Ja, was wird man schon rufen? Max und Moritz vielleicht? Ja, wir heißen doch gar nicht Max und Moritz! Ja, genau. Griselda, warum bist du so schweigsam? Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich diesen Nebukadnezar sehe. Uns kann kein Vorwurf gemacht werden. Dass dieser Nebukadnezar Waldemar tot ist, war nicht unsere Schuld. Es war Selbstverteidigung. Jedenfalls wäre mir wohler, wenn wir bereits verheiratet wären. Wie? Ihr seid gar kein Ehepaar? Nein, dafür war wegen den tragischen Ereignissen keine Zeit. Aber die Vorbereitungen sind getroffen und es wird in Kürze eine Doppelhochzeit stattfinden. Ja, aber dann ist eure Tochter auch noch nicht mit ihrem Sheriff verheiratet. Leider nein. Wie gesagt, es war ziemlich turbulent in letzter Zeit. Was ist denn damals hier auf Rheinsberg passiert? Ich höre nur schwarze Magie, Lava, Babydrache und heiße Glut. Das mit dem Zauberer Nebukadnezar ist eine lange Geschichte, aber... Wisst ihr was? Kommt mit ins Kaminzimmer, dann werde ich euch alles erzählen. Da bin ich aber schon gespannt. Schwarze Magie und Zauberer. Hier auf Rheinsberg ist es Affenstark. Aber Maxi, bitte. Das ist ja interessant. Nebukadnezar hieß gar nicht Nebukadnezar, sondern Waldemar. Oh mein Gott, so ein bescheuerter Name. Also, falls jemand Waldemar heißt... Nicht so ungut. Aber sein Bruder. Wenn ich nur wüsste, was der vorhat. Es wäre wirklich wichtig, das herauszufinden. Ja, das wäre wirklich wichtig, aber wie? Tja, da wäre es doch toll, wenn es auf dieser Burg jemanden gäbe, der sich unsichtbar machen könnte. Oh, das wäre toll! Tja, und wenn dieser jemand dann vielleicht auch noch durch das Gemäuer schweben könnte, das wäre sensationell. Ja, das wäre sensationell! Aber wer kann das sein? Ich! Tachi, ich kann doch durch Wände schweben, mein... Nein! Mann!
Das habe ich ganz vergessen. Aber ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder niese, weil sonst verrate ich mich. Ritter Rüdiger? Ja? Sei vorsichtig. Jawohl. Ich schwebe unsichtbar in das Labor. Salpeter, 40 Milligramm. Schwefel. Also mein Bruder hatte wirklich erstaunliches Talent. Was auch immer ich bisher über die Alchemie gehört oder gelesen habe, das ist ein Hohn gegenüber das, was hier drinnen aufgelistet steht. Aber edler Nebukadnezar, ich bin erstaunt, dass ihr als Mann der Kirche dieser seltsamen Giftmischerei gegenüber so aufgeschlossen seid. So, so. Das erstaunt dich. Dann werde ich dir mal was erklären. Die Kirche, deren eifrige Diener wir sind, kann in dieser Welt nur Gutes bewirken, wenn sie Macht hat. Die Macht, die Gebote Gottes durchzusetzen. Die Macht, den Feinden des Christentums Einhalt zu gebieten. Das, was du Giftmischerei nennst, das ist in Wirklichkeit magisches Wesen. Und Wissen bedeutet immer schon Macht, verstehst du? Komm, hilf mir. Nur die Macht kann der Schlüssel sein, um die Welt zu lenken, zu befreien. Nur die Macht, die man dann auch behält, sonst ergibt das Chaos dieser Welt. Für den Frieden braucht es einen, der lenkt. Für die Freiheit braucht es einen, der für alle Menschen denkt. Nur die Macht kann der Schlüssel sein. Nur die Macht. Schau dir die Wirkung dieses Schießpulvers an. Es ist gar nicht lange her, dass mein Bruder dieses explosive Gemisch hier in diesen Wänden entwickelt hat. Und bereits jetzt haben die Schusswaffen im Ritterstand den Untergang gebracht. Gut erkannt, Siegfried, gut erkannt. Das Laboratorium meines Bruders ist eine gewaltige Chance. Ich bin überzeugt, dass diese Schriften hier und diese eigenartigen Gerätschaften noch einige Überraschungen bereithalten werden. Mal sehen. Und der Prozess? Die Ketzerei ist der schlimmste Angriff auf die Macht der katholischen Kirche. Und das kann und darf ich nicht dulden. Oh, das ist ja interessant, diese Gläser für die Augen. Oh, verdammt! Sei vorsichtig, Siegfried. Hier darf nichts beschädigt werden. Da ist doch irgendwo... Oh Gott, dieser Staub! Wie bitte? Ich habe nichts gesagt. Oh, fantastisch. Da tut sich ein ganzes Universum im Kleinen auf. Oh mein Gott, meine Nase. Was? Nein, mit der Nase kann man das Geheimnis dieser Flüssigkeit nicht entschlüsseln. Mein Herr und Meister! Siegfried, hör auf, so herumzuhampeln. Ich kann mich nicht konzentrieren. Da ist doch... Kein Aber, lass das. Doch, doch. Ich muss mich auf den Prozess konzentrieren und du sorgst dafür, dass die nötigen Unterlagen zur Verfügung stehen. Also... Bitte. Natürlich, selbstverständlich. Oh, schön. Burger Heinrich lässt euch diesen Krug mit feinstem Most schicken und diese kräftige Jause wird euch sicher gut tun. Most? Kein Wein? Naja, wir sind hier im Mostviertel. Ach so, so sind wir das. Na, dann sind wir ja froh, dass wir nicht im Essigviertel sind. Na, dann hoffe ich, dass ihr diese Jause mögt. Das sieht gut aus. Wollt ihr nichts essen? Oh doch, es sieht wirklich gut aus. Ich heiße Brunhild. Ich bin Siegfried. Das sieht sehr gut aus. Verflixt. Was war das? Hab von euch nichts gesagt. Nein, nicht.
Oman, hat dich wirklich nichts gesagt? Nein, ich wollte sagen, nicht abputzen, nicht berühren. Ich bin ein Mann der Kirche. Ach, und darf in einem Mann der Kirche nicht einmal seine Kutte abputzen, wenn er sich angepatzt hat? Seid ihr etwa nicht erschrocken, weil der jemand genießt hat? Genießt? Ich habe nichts gehört. Nichts? Nichts. Seltsam. Aber ich muss jetzt wieder nach unten. Großinquisitor Nebukadnezar wartet sicher schon auf mich. Mhm. Ja. Ja, dann geht ruhig mal. Ich gehe dann mal. Mhm. Ich werde ja schließlich erwartet. Na, dann lassen wir nicht mehr länger warten. Ja, na dann. Bis später. Ist der süß? Und Ritter Rüdiger? Aha. Das geht dich gar nichts an. Okay. Hoppala, meine Güte, war das anstrengend. Ist alles gut gegangen? Naja, das war ganz schön knapp. Diese Luft in diesem alten Labor, die ist so voller Staub, das kitzelt mich immer noch in der Nase. Hoppala. Hast du etwas herausgefunden? Was? Nein, warum? Achso, doch, ja, dieser Nebukadnezar, der war irgendwas Komisches, der war Großquasinator. Großinquisitor? Ja, Großinquisitor oder so. Ist das schlimm? Das ist sogar sehr schlimm. Das könnte bedeuten, dass der Burg Rheinsberg in Kürze ein Ketzerprozess bevorsteht. Und die enden meistens damit, dass jemand auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Was? Aber wer macht denn sowas? Na, vielleicht jemand, der sich dafür rächen will, dass der eigene Bruder in der heißen Lava ums Leben gekommen ist? Nein! Na, ich werde jedenfalls einmal nachfragen, ob ich bei den Pferden dieser Leute etwas in Erfahrung bringen kann. Obwohl, diese hochherrschaftlichen Pferde sind sich ja meistens zu gut dafür, mit einem Esel überhaupt zu sprechen. Volk von Rheinsberg, kniet nieder und erweist damit der römisch-katholischen Kirche, vertreten von seiner Eminenz, Großinquisitor Diodatus Nebukadnezar, die Ehre. Großinquisitor? Niederknien! Oh Gott! Guten Morgen. Ach, Volk von Rheinsberg, ich bitte euch, bleibt doch stehen. Diodatus Nebukadnezar sitzt heute zu Gericht im Namen der Congregatio Romane et Universalis Inquisitionis. Danke, Siegfried. Vater, ich bitte euch, steht doch auf. Was soll das werden? Ein Ketzerprozess? Ich darf alle Anwesenden darauf hinweisen, dass sie ausschließlich dann berechtigt sind zu sprechen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Ansonsten sind alle verpflichtet zu schweigen. Silenzium! Aber das ist... Silenzium! Silenzium! Genau! Nun, mir ist zu Ohren gekommen... Zu Ohren? ...dass sich auf der Burg Rheinsberg... Das ist hier! ...eine Person aufhält... Aufhält!
welche vom christlichen Glauben abgefallen... Abgefallen! ...und einem ketzerischen Glauben verfallen ist. Verfallen? Kuno Bruno. Ja, Herr! Ich denke, das Volk von Rheinsberg versteht mich auch ohne eure Wiederholungen. Ja, Herr. Eure Eminenz. Silenzium! Das heißt Silenzium! Ja, genau! Wenn auch Latein nicht ihre große Stärke sein mag, so muss ich zugeben, dass ich ohne die Hilfe dieser beiden niemals erfahren hätte, welch schändliche Person sich in den Mauern dieser Burg verborgen hält. Was? Siegfried. Jawohl, Eure Eminenz. Wir rufen vor das Gericht Griselda von Grafenberg zu Göteborg. Ja, aber das ist doch nicht wahr, Griselda. Lass gut sein. Ich glaube, ich weiß, worauf seine Eminenz hinaus will. Ich erhebe Einspruch. Silenzium! Basilikum! Silenzium! Genau! Griselda von Grafenberg zu Göteborg. Ihr wisst, warum ihr hier seid? Euer Fall und der eurer nordischen Mitverschwörer hat weite Kreise gezogen. Ihr seid aus Göteborg geflohen, nicht wahr? Geflohen, aber das ist ja, doch... Ja, geflohen. Während viele ihrer ketzerischer Glaubensbrüder bereits in Schweden vor ein Inquisitionsgericht gestellt werden konnten, entzog sich eine gewisse Griselda von Grafenberg zu Göteborg durch die Flucht. Wie ich von den beiden hier erfahren habe, führte sie diese Flucht an den Hof von Bordeaux. Griselda, was redet er da? So werde ich doch. Die Anschuldigungen, die gegen mich hier vorgebracht werden, sind völlig aus der Luft gegriffen. Oui. Ah. Und warum seid ihr dann geflohen? Ich konnte keinen fairen Prozess erwarten. Das Urteil stand doch von Anfang an fest. Unsinn. Ihr wusstet um eure Sünde, von der christlichen Religion abgefallen zu sein. Hier geht es nicht um Religion oder Sünde. Hier geht es um unsere nordische Kultur. Ja, und wenn es nicht um Religion geht, warum tragt ihr dann dieses... Amulett um euren Hals? Das ist ein Amulett, das in unserer Familie seit Generationen vererbt wird. Amulett. Siegfried. Dieses Amulett trägt eine Runeninschrift und ist ohne Zweifel dem nordischen Gott Wotan geweiht. Wotan. Ihr betet also den germanischen Gott Wotan an und behauptet, hier ginge es nicht um Religion? Nehmt es ab. Niemals! Wachen, greift sie. Wachen? Was? Du Idiot! Die Wachen, die sind doch wir! Ach ja, genau. Und ich bin der Oberwachtmeister. Griselda von... ich verhafte sie im Namen der heiligen Quisition. Kein Mensch bewegt! Oder dieser Dummkopf führt deinen Kopf kürzer! Nein, keine Kugel, wir brauchen sie lebend. Sie darf den reinigenden Flammen nicht entgehen, sonst ist sie das Höllenfeuer sicher. Alle bleiben auf ihrem Platz. Eure Eminenz, wollt ihr sie wirklich gehen lassen? Wartet. Sie macht mich um meinen Kopf größer. Du bist eh so lang. Das ist mein Lieblingskopf. Schweigt! Niemand verfolgt mich. Niemand. Ich werde sonst keinen Augenblick zögern, von dieser Waffe Gebrauch zu machen. Und ihr könnt mir glauben, dass ich damit umgehen kann. Eure Eminenz, sollen wir denn nichts Siegfried, unternehmen? Siegfried, komm hierher. Warte, wir haben Zeit. Ich werde dir jetzt einmal demonstrieren, wie man die Zeit für sich arbeiten lassen kann. Heinrich von Rheinsberg? Ja, Eure Eminenz? Setze euch hiermit als Herr dieser Burg ab. Was? Das könnt ihr nicht. Ihr werdet euch noch wundern, was ich alles kann. Aber dazu habt ihr kein Recht. Wie lautet die Begründung für diesen Akt? Zusammenleben mit einer Ketzerin? Reicht euch das? Wer eine Ketzerin nicht nur unter seinem Dach beherbergt, sondern darüber hinaus noch eine Verbindung mit ihr eingeht, macht sich in zweifacher Weise der Ketzerei schuldig. Wache, wirf ihn in den Kerker. Oh. In den Kerker? Das dürfte meine Vater nicht antun, Eure Eminenz. Noch nie wurde jemand aus der Dynastie der Rheinsberg in den Kerker geworfen. Nicht in den Kerker, meint ihr? Ja, dann... Wirf ihn in den Schweinestall und sorg dafür, dass es keinen Kommen gibt. Was? Vater, nein! Isabella, nicht, bring dich nicht in Gefahr. Sorge dafür, dass nicht noch mehr Unheil passiert. Du bist jetzt die Herrin über diese Burg. Falsch, Bürger Heinrich. Nebukadnezar ist nun die Herrin über die Burg. Was? Der Herr über die Burg. Tja, da hat er wohl recht. Das Hohe Gericht zieht sich zurück und bereitet den nächsten Prozess vor, diesmal gegen Heinrich von Rheinsberg. Siegfried, walte indessen deines Amtes. Folgt mir. Volk von Rheinsberg, höre zu. Wer sich gegen Gott und die heilige katholische... Hört mir auch zu.
Ich habe gekämpft wie ein Löwe und ich habe sie dann in die Flucht geschlagen. Ihr meint wohl, ihr habt sie entkommen lassen? Was? Nein, nein, sie ist mir davon gelaufen. Wie auch immer, Silenzium. Ja, Basilikum, wie gewünscht. Wer sich gegen Gott und die heilige katholische Kirche stellt, macht sich der Ketzerei schuldig und kann seine Schuld einzig und allein durch das Reinigen der Feuer des Scheiterhaufens tilgen. Scheiterhaufen? Ja, kennt ihr denn gar keine Gnade? Wer sich bewusst gegen Gott und die heilige katholische Kirche stellt, hat den Tod verdient. Jeder, gibt es da keine Ausnahme? Ausnahme? Wie Ausnahme? Nun, ich wüsste nicht. Vielleicht. Moment! Ich glaube, es gibt eine Ausnahme, wenn der Delinquent nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Aber wo war das denn gleich? Seite 7. Oh, Entschuldigung. Ja, klar. Denn dann stellt er sich ja nicht bewusst gegen den Glauben. Wisst ihr? 7. Stimmt. Hier haben wir es. Wer nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und wessen Handeln darob nicht seiner freien Entscheidung unterliegt, darf weder der hoch noch peinlichen Befragung unterzogen, noch auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Aha. Und was heißt das jetzt übersetzt? Das bedeutet, wenn einer so blemblem ist wie du, kommt er nicht auf den Scheiterhaufen. Nicht? Nein! Genial! Nun denn, das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Alle Anwesenden haben sich zur Verfügung zu halten. Der Prozess wird in Kürze wieder aufgenommen. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine einzige Katastrophe. Als wir hier auf dieser Burg ankamen, war alles so harmonisch und friedlich. Und nun, Maxi, eine einzige Katastrophe. Ja, das kann man laut sagen. Aber also, damit hat wohl keiner gerechnet. Es hat aber auch niemand mit dem guten Schutzgeist der Burg von Rheinsberg gerechnet. Denn ich habe eine Idee. Was machst du da? Ich rufe die Zauberin der Zeit. Hä? Na, Adelheid von Rheinsberg. Die kann uns sicher helfen. Die kann sogar die Zeit zurückdrehen. Die Zeit zurückdrehen? Jawohl. Also, hab ich mal gehört. Aber das hilft uns doch gar nichts. Nein, die kann bestimmt auch irgendeinen anderen Zauber. Zauberin der Zeit, edle Adelheid, wir brauchen deine Kraft, du Zauberin der Zeit. Herr Rüdiger, ja? Du lässt mich rufen. Oh, ihr glänzende, große Ungerechtigkeit herrscht auf dieser Burg. Ich weiß. Bis in mein Innerstes spüre ich die Kälte und den Hass, der heute auf diese Burg gekommen ist. Doch ich muss euch sagen, dass das Schlimmste noch nicht geschehen ist. Es wird noch schlimmer? Ja. Und daher möchte ich euch meine Gaben zur Verfügung stellen. Pater Bertel? Ihr kennt meinen Namen? Ja. Und ich weiß, dass ihr der Einzige hier seid, der die Voraussetzung erfüllt, diesen Blick durch die Geheimnisse der Zeit zu wagen. Ja, welche Voraussetzungen? Der Legende nach muss das eine unberührte Jungfrau sein. Ja, und als Pater bist du ja quasi so etwas wie eine unberührte Jungfrau. Maxi, na, also du bist doch auch noch unberührt. Ich hab schon mal geknutscht. Diese Burg Rabenstein, ich stehe zu eurer Verfügung.
Auf der Hinterseite meines Kleides könnt ihr ein halbes Jahr in die Vergangenheit blicken, Pater Bertel. Seht genau hin. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das hätte ich mir nie gedacht. Vorsicht. Manchmal sind die Dinge anders, als sie scheinen. Naja, hoffentlich. Und nun der Blick in die Zukunft, Pater Bertel. Ein halbes Jahr. Auch diesen Blick müsst ihr noch wagen. Also, davor habe ich ein bisschen Angst. Aber da kommt man ja auf die unglaublichsten Dinge drauf. Pater Bertel, was siehst du? Pater Bertel? Macht das Beste aus eurem Wissen und nützt es gut. Ja, das mache ich. Ist gut. Spielt ist gut. Das magische Glockenspiel in der Mauer, wenn ihr mich braucht. Maxi, ich bin entsetzt. Du hast auf Burg Rabenstein ein armes Händel erwürgt. Aber nein, Pater Bertel. Aber ich hab's doch gesehen. Das sieht nur so aus. Da kann ich dem Maxi aber nur recht geben. Der kann nämlich Hühner und sogar Babydrachen Hüpsi notieren. Nein, das heißt, du hypnotisieren. Das haben mir die Stallbursche auf Rabenstein. Nein. Das ist ganz harmlos. Da hat er recht. Was, wie harmlos? Harmlos. Naja, dann will ich dir das noch glauben. Aber Maxi, es hätte mich ohnehin gewundert. Ja, und der Blick in die Zukunft? Ja, da konnte ich gar nichts Genaues sehen. Es war alles so verschwommen und so undeutlich. Oh, schade. Ja, schade. Maxi, in Kürze beginnt der Prozess gegen Burgherrn Heinrich. Kannst du noch einmal nach ihm schauen? Vielleicht hast du eine gute Idee, wie du ihn aufmuntern kannst. Ich habe einen ganzen Sorgstall voll Ideen. Dieser Neokatharis wird noch glauben, dass er ein Schwein fällt. Aber Maxi, bitte. Nein, also wie ich ihm nur diese Sprüche wieder abgewöhnen kann. War der Blick in die Zukunft wirklich so trüb, wie ihr sagtet? Leider nein, aber ich wollte nur, dass der Bub weg ist. Denn ich muss euch etwas erzählen, was nicht für Kinderohren bestimmt ist. Na, Gott sei Dank sind ja immer noch keine Kinder hier. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Blick in die Zukunft reicht ein halbes Jahr weit. So hat Adelheid es erklärt. So, ja. Dann ist es ganz schlimm, was ich da gesehen habe. Na, Pater Bertel, jetzt raus damit. Lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehen. Mir ist schon ganz heiß in meiner Rüstung. Ich habe das Fräulein Isabella gesehen, aber sie war nicht allein. Sondern? Sie hatte ein Kind. Ein neugeborenes Kind in ihren Armen. Ein Kind? Ja, und wenn sie in 6 Monaten ein Kind bekommt, dann... Ja, dann ist es doch ganz wunderbar. Mensch, ein Kind hier auf unserer Burg. Oh, Ritter Rüdiger, ich fürchte, das werden nicht alle auf dieser Burg so sehen. Nicht? Nein, denn wenn sie in 6 Monaten ein Kind bekommt, dann heißt das, dass sie jetzt schon schwanger ist. Ja, und? Na und, Ritter Rüdiger. Ja, Pater Bertel. Sie ist ja noch nicht verheiratet. Genau. Und wenn der Bukatorius davon erfährt, dann wird er ja auch einen Prozess anhängen wollen. Wegen Unzucht. Nein. Aber, boah. Liebe Freunde, bitte versteckt euch. Der Prozess geht gleich weiter. Bitte. Ach so, ja. Schnell. Fanfare! Ruf das Volk zusammen! Maxi. Volk von Rheinsberg, erweist der römisch-katholischen Kirche, vertreten von seiner Eminenz, Großinquisitor Deodatus Nebuchadnezzar, die Ehre und kniet nieder! Ach, bleibt doch stehen, ich bitte euch. Siegfried, sei doch nicht so harsch. Ich bitte dich. Die Aufgabe dieses Tribunals wird sein, das schändliche Treiben des Heinrich von Rheinsberg einer Läuterung zuzuführen. Man führe den Delinquenten vor. Los, Kuno, das mit den Enten war unser Stichwort.
Eure Eminenz, mit Burgherrn Heinrich, da stimmt irgendetwas nicht. Gestatten, Eure Eminenz, Schweinrich von Schweinsberg, meines Zeichens Schweinehirte und Ferkelonkel im Schweinestall von Rheinsberg. Und das hier ist meine süße Sau Susi. Schau mal, Susi, das ist das Nebulein. Oh, mein armer Vater, diese Schmach hat mir den Verstand gekostet. Oh, wie, sein Verstand ist total geschnappt. Glaubt ihr vielleicht, mit dieser Schmierenkomödie mich beeindrucken zu können? Das wird euch nicht gelingen. Saugut! Das wird euch nicht gelingen. Drum werden wir jetzt singen. Oh, ein Minisänger, ein Lautenschwinger. Ja, spiele er auf seinem Schweinedarm. Ja. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi heißt eigentlich Susanne. Silenzium, es ist dem Angeklagten nicht gestattet zu sprechen. Er hat aber nur gesungen. Ja. Nicht gestattet zu sprechen oder zu singen. Es sei denn, er wird vom Großinquisitor gefragt. Ja, fragt mich, ja. Ja. Oder habt ihr etwa die Hosen voll? Seid ihr Heinrich von Rheinsberg, ehemals Herr über diese Burg und seine umliegenden Güter? Umliegende Güter? Ach du liebe Güte, ich glaube, mein Schwein pfeift. Susi, bin ich denn dieser Heinrich? Nein, nein, du bist nicht dieser Heinrich. Nein, denn ich bin dieser Schweinrich. Sau gut, so sau gut, die süße Sau. Silenzium, ich will dir mehr Respekt vor dem hohen Gericht. Ja, mehr Schweinespeck für das hohe Gewicht. Gell, Susili, Schmusili, mit Speck, da kennen wir uns aus. Wacki, nimm ihm dieses kleine Spielzeug weg. Nein. Meine Susi ist nicht klein. Ich werde sie nämlich gießen und dann wächst sie und sie wächst und dann ist die Susi auch eine saubere Sau. Hört sofort auf damit! Und etwas mehr Respekt vor dem Großinquisitor. Auf die Knie! Jawohl, jawohl, auf die Knie. Das sofort herunter da! Ja, frisch und munter sofort herunter. Eure Eminenz, mir scheint es doch wirklich offensichtlich, dass der vormalige Burger Heinrich nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Siegfried, die Rheinsberger wollen mit dieser Posse doch nur Zeit gewinnen. Nun, dann gewähren wir ihnen doch diese Zeit. Das ist die Zeit! Die Zeit vergeht! Und Siegfried! Siegfried! Der Prozess wird unterbrochen. Das hohe Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Siegfried, ein bisschen mehr Kontenance. Ich bitte dich, komm. Das hohe Gewicht zieht sich zur Beratung zurück, was sie wohl braten werden. Und jetzt alle laut mit runter. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi heißt eigentlich Susanne. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi sitzt in der Badewanne. Ich glaube, sie möchte sich jetzt waschen, ja? Sie wäscht sich ihren Bauch, ihren Rücken, den wäscht sie auch. Ja, in den Ohren, ja, die sowieso. Und ganz hinten dran den Popo. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi heißt eigentlich Susanne. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi. Sie sitzt in der Badewanne, sie sitzt so voller Wanne, in der Wanne, die so spanne. Das war wunderbar, Vater. Vater? Aber ich muss schon sehr bitten, liebes Fräulein, ich kann gar nicht euer Vater sein. Oh ja, natürlich, lieber Heinrich. Ich heiße immer noch Schweinrich. Heinrich, konnte ich das vergessen? Von Burg Rheinsberg. Nicht Rheinsberg, Schweinsberg! Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi heißt eigentlich Susanne. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi sitzt in der Badewanne. Schau mal, Susi, das sind die beiden sauberen Herren Kuno und Bruno. Die schauen jetzt ein bisschen schweinheilig, aber ich glaube, sie möchten sich waschen. Denn diese beiden Schweine backen
waschen sich den Schweinen nacken. Eiere, Schweine hacken noch und nöcher. Und sogar die Nasenlöcher. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi heißt eigentlich Susanne. Sau gut, so sau gut. Die süße Sau Susi sitzt in der Badewanne. Die sitzt so voller Wanne. Die süße Sau Susi ist eine wirklich saubere Sau. Eine wirklich saubere Sau. Die süße Sau. Minuten Pause. Rheinsberg, strömet herbei und lasset euch erzählen, dass die edlen Ritter manchmal gar nicht so edel waren. Jubel und Applaus für das Trio Infernal! Juhu! Rittersitten, das sind Rittersitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. So geht das nicht. Rittersitten, das sind Rittersitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. Nein, nein, no, no, nee, nee. Saß ein Ritter auf dem hohen Ross. Spielte er so gern den großen Boss. Stritt wie ein Wilder in dem Turnier. Ritt in den Kampf wie ein wilder Stier. Mit dem Schwert und mit der Lanze ging der Ritter dann aufs Ganze. Doch wenn der Helm verrutschte, Pflegeschicht, dann hatte er halt leider schlechte Sicht. Er wär aus dem Sattel geflogen. Zum Glück hat's die Lanze oft verbogen. Woo! Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. So geht das nicht. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. Nein, nein, no, no, nee, nee. So eine Rüstung war, wie jeder weiß, in der Sonne leider furchtbar heiß. Wenn man dann stundenlang im Sattel sitzt, kann es schon sein, dass man ganz furchtbar schwitzt. Der Ritter wollte kräftig prunken, in Wirklichkeit hat er gestunken. Aus seiner Rüstung drang in diesem Fall ein Duft noch viel schlimmer als im Schweinestall. Er hat allen Fräulein zugewunken, doch die sind in Ohnmacht hingesunken. Ritter sitten, das sind Ritter sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je.
so geht das nicht. Ritter Sitten, hast du Ritter Sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. Nein, nein, no, no, nee, nee. Hat ein Ritter mal verdauert, wurde es ganz furchtbar lauhaut. Ließ so ein Ritter einen Rülpser hören, dann tat sich wirklich niemand an dem Rülpser stören. Hat ein Ritter mal verdauert, faule Eier, sauer Grauhaut. Trank er noch das Bier aus seinem Glase leer, dann plagten ihn im Magen alle Gase sehr. Dann drückte er ganz kurz und man hörte einen Riesenlauten. Hui, Ritter Sitten, das sind Ritter Sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. So geht das nicht. Ritter Sitten, das sind Ritter Sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. Nein, nein, no, no, nee, nee. Ja, als Ritter braucht man wirklich Mut, weil man gegen Drachen kämpfen tut. Doch manchmal war's zum Lachen, glaubet mir, da besiegte ihn ein winzig kleines Tier. Seine Rüstung war aus dickem Blech, aber leider hat er manchmal Pech. Wenn durch eine Lücke, durch ein kleines Loch, so eine Wespe in die Rüstung kroch, dann ist die Stimmung gekippt, juhu, und unser Ritter, der ist ausgeflippt. Ritter Sitten, das sind Ritter Sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. So geht das nicht. Ritter Sitten, das sind Ritter Sitten, oh je. Ich muss schon bitten, oh je. Nein, nein, no, no, nein, 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 no, no, nein, 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 no, no, nein, nein. Ritter Sitten, das sind Ritter Sitten, oh je. Oh, Maximilian! Papa! Oh je. Das war lustig, so noch? Geht das nicht hoch. Aber Maxi, Ritter Sitten, das sind Ritter Sitten, oh je. Ich muss. Oh, wie ich sehe, herrscht auf dem Burghof eitel Wonne und Vergnügen. Oh ja, wir haben nur ein bisschen über die alten Rittersitten gesungen. Ritter Sitten, das sind Ritter Sitten, oh je. Weißt du, die Ritterzeiten sind vorbei. Oh, pack doch. Meine Trauer jedoch nicht. Mein Bruder wurde hier an diesem Ort von einem Drachen getötet. Das können wir doch nicht auf sich beruhen lassen. Entschuldigung. Isabella von Rheinsberg. Was wollt ihr? Ihr seid doch sicherlich daran interessiert. Oh. So, ich danke. Ja, bitte. Dass euer Vater den Scheiterhaufen entgeht, nicht? Oh, sein Geisteszustand ist eine Täuschung. Haltet mich nicht zum Narren. Ich kann jederzeit für eine Enttäuschung sorgen und dann wird Heinrich brennen. Es sei denn, ihr zeigt euch geneigt, mit der Heiligen Inquisition zusammenzuarbeiten. Entschuldigung. Und wie soll das gehen? Sagt mir, wo der Drache Yuhui sich aufhält, und ich werde euren Vater begnadigen. Aber Yuhui ist ein Babydrache. Umso besser, wenn ihr aus der Welt verschwindet, bevor er ein Riesendrache wird. Aber... Keine Angst. Ich werde ihm nichts zuleide tun. Er wird in das hinterste Ötscher-Gebiet gebracht werden, wo er meinetwegen leben kann, bis er 1000 Jahre alt ist. Ein Drache in Freiheit. Darf ich? Ist doch besser als euer Vater auf dem Scheiterhaufen. Ich? Ja? Yuhui schläft dort oben in der Turmhütte. Ich danke. Landsknechte, das griechische Feuer brennt die Hütte nieder. Was? Ja. No! No! Yuhui! No! Ihr habt mich belogen! Ihr habt mich belogen! Was ist hier los? Ja, auch was die Begnadigung eures Vaters betrifft. Der Prozess wird fortgeführt. Ich rate euch, diese Wildkatze zu bändigen. Denn wenn sie sich am Großinquisitor vergreift, dann wird sie ebenso enden wie ihr Vater. Folgt mir. Yuhui! Oh mein Gott, er ist tot. Ich bin schuld daran. Oh no, Isabella. Du darfst dich keinen Vorwurf machen. Er hat dich erpresst. Er hat dich belogen. Yuhui ist nicht tot. Was? Was? Also, er ist schon tot, aber er muss es nicht bleiben. Sein Schmerz hat den Verstand verwirrt. Ritter Rüdiger, wir brauchen die Zauberin der Zeit. Adelheid von Rheinsberg, sie muss die Zeit zurückdrehen. Adelheid, du hast gesagt, dass sie das kann und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das mit Yuhui anders machen können. Aber dazu muss die Zeit zurückgedreht werden. Mach, los. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber meinetwegen. Zauberin der Zeit,
Kraft, du Zauberin der Zeit. Ihr ruft mich. Ich habe das schreckliche Geschehen mitverfolgt. Du musst die Zeit für uns zurückdrehen. Kannst du das machen? Ich kann das Rad der Zeit nur rückwärts drehen, wenn jemand bereit ist, etwas zu opfern, das ihm besonders wertvoll ist. Ich habe etwas, das ich opfern möchte. Meine Fähigkeit, durch Wände zu schweben. Oh, Ritter Rüdiger! Nein! Ich weiß! Ich habe es sehr geliebt und es hat mir auch immer sehr geholfen, aber für Juhui, jawohl. Meine Geisterkraft durch Wände zu schweben, ich werde sie opfern. Axi, ist deine Idee wirklich gut? Isabella, wir müssen es wenigstens versuchen. Für Juhui bin ich zu diesem Opfer bereit. So sei es. Das große Vergessen wird sich über die anderen Menschen dieser Burg legen. Nur ihr zwei geht auf die Reise durch die Zeit und die Erinnerung bleibt. Ritter Rüdiger, ich muss dich aber warnen, denn für ein Geisterwesen, wie du es bist, ist so eine Zeitreise doppelt gefährlich. Es könnte deine Kräfte übersteigen. Ach, na ja, einmal werde ich das schon überstehen, ne? Für Juhui bin ich zu diesem Opfer bereit. Ritter Rüdiger, du warst vorher nicht hier. Was? Ach so, ja. Gut, dann verschwinde ich mal. Au. Ach so, ich kann ja jetzt nicht mehr durch Wände schweben. Na gut, ich bin dann mal weg. Auf dem Burghof Eitel, Wonne und Vergnügen. Ja, wir haben nur ein bisschen über die alten Rittersitten gesungen. Rittersitten! Die Ritterzeiten sind vorbei. Oh, pardon. Meine Trauer jedoch nicht. Mein Bruder wurde hier in diesem Ort von einem Drachen getötet. Das können wir doch nicht auf sich beruhen lassen. Isabella von Rheinsberg. Was wollt ihr? Ihr seid doch sicherlich daran interessiert. Oh, ich danke. Bitte. Dass euer Vater dem Scheiterhaufen geht, nicht? Oh, sein Geisteszustand ist eine Täuschung! Haltet mich nicht zum Narren. Ihr könnt jederzeit für eine Enttäuschung sorgen und dann wird Heinrich brennen. Es sei denn, ihr zeigt euch geneigt, mit der Heiligen Inquisition zusammenzuarbeiten. Entschuldigung. Wie soll das gehen? Sagt mir, wo der Drache Juhui sich aufhält und ich werde euren Vater begnadigen. Ich kann euch helfen, edler Großinquisitor. Seht ihr die Drachenposaune da oben? Wenn man die bläst, fliegt euch der Babydrache direkt vor die Nase. Ach, wirklich? Und warum soll ich das glauben? Weil ich es sage. Was du nicht sagst, ist ein Argument. Bruno, geh doch hinauf und blas diese Posaune. Hm? Ja, das ist immer so lustig. Du bist ein interessanter Knabe. So viel Aufgewecktheit und neunmal Klugheit sind mir selten untergekommen in dieser Gegend. Irgendetwas ruft nach mir. Ich glaube, ich muss fliegen. Ich fliege! Hier! Ich eile! Ich komme! Juhui! Juhui! Nebukadnezar, es ist ein Mörder!
Das war ein kleines, unschuldiges Bild. Rate, diese Wildkatze zu bändigen. Denn wenn sie sich am Großinquisitor vergreift, dann wird sie ebenso enden wie ihr Vater. Hallo. Hallo. Maxi, es hat nicht funktioniert. Bitte, Rüdiger, was ist mit dir? Dieser Zeitsprung. Der hat mich fast zerrissen. Maxi, was hast du getan? Du hast Juhu erst in ein Versteck gelockt. Man hat mir erklärt, wenn man die Drachenbesonne bläst, dass der Drache Feuer mal kommt. Juhu, mein armer Babydrache ist tot. Juhu ist nicht tot. Das hat er das letzte Mal auch schon. Also, er ist schon tot, aber er muss es nicht bleiben. Der Schmerz hat seinen Verstand verwirrt. Bitte, Rüdiger, vielleicht kann Hadelheid das Wunder mit der Zeit noch ein zweites Mal bewirken. Glaubst du, schaffst du es noch einmal? Noch einmal? Ach, Maxi, hast du denn jetzt eine bessere Idee? Ja, ich war dumm, dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Du wirst das schon überstehen. Wir haben keine andere Wahl. Zauberin der Zeit, edle Adelheid, wir brauchen deine Kraft. Zauberin der Zeit. Dein Rufen, Ritter Rüdiger. Wenn man eine zweite Chance bekommt, heißt das noch lange nicht, dass auch alles gut geht. Und das Opfer, das du gebracht hast, war groß und gefährlich. Liebste Adelheid, ich möchte noch ein zweites Opfer bringen. Oh, Ritter Rüdiger. Meine Fähigkeit, mich unsichtbar zu machen. Maxi, bist du sicher, dass deine Idee jetzt funktionieren wird? Ich glaube schon. Ich habe selbst Angst davor, aber wir müssen es versuchen. Also gut. Edle Adelheid, bitte nimm dieses zweite Opfer an. So sei es. Das große Vergessen wird sich über die anderen Menschen dieser Burg legen. Nur ihr zwei geht auf die Reise durch die Zeit und die Erinnerung bleibt. Ritter Rüdiger? Ja. Ich weiß, es wird mich meine ganze Kraft kosten. Aber ich bin bereit. Ja! Ja, ich weiß, ich muss verschwinden. Ich kann nicht mehr durch Wände schweben. Ich kann mich nicht mehr unsichtbar machen. Was bin ich überhaupt noch für ein mickriger Geist? Ich muss schon betreuen. So geht das nicht. Oh, Maximilian! Das sind Ritter. Oh, was habe ich dich noch? Aber Maxi! Wo ist das betreuen? No. Nein. Oh, ich sehe Herrschen auf dem Burghof Eitel, Wonne und Vergnügen. Oh ja, wir haben nur ein bisschen über die alten Rittersitten gesungen. Die Ritterzeiten sind vorbei. Meine Trauer jedoch nicht. Mein Bruder wurde hier in diesem Ort von einem Drachen getötet. Das können wir doch nicht auf sich beruhen lassen. Oh. Isabella von Rheinsberg. Was wollt ihr? Ihr seid doch sicherlich daran interessiert. Danke. Bitte. Dass euer Vater dem Scheiterhaufen nicht geht. Das ist eine Täuschung. Haltet mich nicht zum Narren. Kann jederzeit für eine Enttäuschung sorgen und dann wird Heinrich brennen. Es sei denn, ihr zeigt euch geneigt, mit der Heiligen Inquisition zusammenzuarbeiten. Entschuldigung. Und wie soll das gehen? Sagt mir, wo der Drache Juhu sich aufhält und ich werde euren Vater begnadigen. Aber Juhu ist ein Babydrache. Umso besser, wenn er aus der Welt verschwindet, bevor er ein Riesendrache ist. Aber Großinquisitor Nebukadnezar ist. Ich weiß, wie ihr Juhu anlocken könnt. Es gibt hier einen lustigen Ritter mit dem Namen Rüdiger. Der hat eine lange Nase und der Babydrache hält ihn für seine Mama.
Und immer wenn er mit den getrockneten Menschenohren lockt, kommt er sofort herbei. Menschenohren! Aua! Aua, ja. Das muss ja wirklich der letzte seiner Art sein, dieser Ritter. Gut, dann lass ihn mal rufen. Ritter Rüdiger! Oh, Ritter Rüdiger! Das ist wirklich der letzte seiner Art. Wer ruft nach mir? Was hat der Seht euch diese Jammergestalt an. Ich möchte doch auch, dass dieses schreckliche Zeitalter der Drachenzauberer und Dämonen ein Ende hat. Du bist wirklich ein interessanter Knabe. So viel Aufgewecktheit und neunmal Klugheit sind mir selten untergekommen in dieser Gegend. Seltsam. Wer bin ich? Mir dünkt, ich habe das halt bereits schon mal gesagt. Maxi, was ist jetzt deine Idee? Dein Wunsch? Kannst du Hui mit den getrockneten Menschen anlocken? Der Großinquisitor möchte ihn bewundern. Du willst, dass ich Hui herbeirufe? Ja. Bist du dir da wirklich sicher? Ja. Bist du dir da wirklich sicher? Ihr habt doch gehört, was Maxi begehrt. Also gut. Dann soll es halt so sein. Johoi! Johoi! Mama! Mama, Hunger! Lecker, lecker! Menschenohren! Yum, yum, yum. Jetzt, erschießt ihn! Oh, halt! Lasst mich das einhändig erledigen! Warte! Bitte, bitte, bitte! Nein! Ich möchte als derjenige in die Geschichte eingehen, der das lächerliche Zeitalter der Zauberer, Dämonen und Hexerei beendet hat. Was? Ach. Knacksi, Maxi. Bussi. Es hat sich ausgebussit. Oh je, was denn? Gib einen neuen Weg für ein neues Zeitalter frei. Stirb, du Scheiße! Ja! Oh mein Gott, mein armer kleiner Johoi, du hast ihn gemordet! Maxi, was hast du getan? Er ist eine Drache-Totmacher! Hör ich da nicht noch irgendetwas? Das bin ich! Der Schmerz zerreißt mein armes Drachenmutterherz! Ihr beiden werft das Wesen in die Jauchengrube hinter der Burg. Ja! Nein! Überlasst mir den Leichnam. Was? Wozu denn? Ich will ihn ausstopfen. Ja, natürlich, damit man den Leuten immer vor Augen halten kann, welch schreckliches Zeitalter durch seinen Tod beendet wurde. Du bist wirklich ein interessanter Knabe. Halte dich zu meiner Verfügung. Ganz schlau werde ich nicht aus dir. Sag mir. So, Maxi, kannst du ihn jetzt bitte wieder aufwecken? Das geht? Nichts leichter als das. Was ist denn unter? Hab ich geschlafen? Was war denn los? Ja, mein Schatz, du hast geschlafen. So, aber jetzt müssen wir den Kleinen irgendwo hinbringen, wo ihn keiner findet. Nein. Ja, das mach ich. Och, ich verspreche dir, ab heute werde ich nie wieder mit dir schimpfen, auch wenn du eine kleine Nervensäge bist. Nervensäge. Das war fantastisch. Petra, das müssen wir meinem Vater erzählen. Das hast du gut gemacht, Maxi. Das hast du gut gemacht. Achtung! Der Großquasinator bittet um eine Audienz mit dem Bruder Bernward und dem Komplizen Taxi in seinem Turmlabor. Was? Wir zwei? Warum denn? Weiß ich nicht. Hat er nicht gesagt. Oh, du lieber Himmel. Das bedeutet nichts Gutes. Aber Maxi, bitte. Sag du nix, lass nur mich reden, ja? Darf nicht aufregen, Pater Bertel, sonst musst du wieder stottern. Aber Fischers Fritz fischt frische Fische, siehst du? Niemand stottert. Aber ja doch, hochwürdigster Großinquisitor, wenn ich es doch ganz genau gehört habe. Isabella ist schwanger von diesem Prinz Bertrand und dabei sind die beiden nicht einmal verheiratet. Was du nicht sagst. Das ist eine Schande. Mhm. Moment. Aber der Scheiterhaufen droht dem Burgfräulein dafür doch nicht, oder? Nein, aber
Wenn wir sie in Bedrängnis bringen, dann lässt der Burkhard vielleicht seine Maske fallen und wir sind der Verurteilung wieder ein Stück näher. Aber glaubt ihr denn, wir können ihre Seele... Genug davon. Das Thema erledigt sich von allein. Was mich wirklich fasziniert, das ist das hier. Und was ist das? Giftgas. Giftgas? So nannte es zumindest mein Bruder. Er hat eine Flüssigkeit entwickelt, die sich bei der Berührung mit Luft sofort in ein Gas auflöst. Ein Gas, das eine verheerende Wirkung auf sämtliche Lebewesen haben soll. Aber das ist ja schrecklich. Schrecklich effektiv. Allein die Angst davor reicht aus, den Gegner in die Knie zu zwingen. Aber wenn sich so ein Gas ausbreitet, könnte es ja auch jene Leute treffen, die es losgelassen haben. Ja, daran hat mein Bruder natürlich ebenfalls gedacht. Hier, das Antidot, das Gegenmittel. Wer das zu sich genommen hat, der ist für den Zeitraum von ungefähr einer Stunde geschützt. Wir werden es testen. Auf dem Burghügel, da weiden so viele Schafe, da wird es nicht weiter auffallen, wenn eines fehlt. Eure Eminenz, wir können doch nicht stehen. Oh, Peter Bertel, schön, dass ihr kommen konntet. Bitte, nehmt doch Platz. Bitte euch, verzeiht, dass ich noch ein paar Fragen stellen musste, aber es ist meine Aufgabe, allem nachzugehen, was irgendwie von Interesse sein könnte. Wir stehen zu euren Diensten, Eminenz. Maxi, wer sind denn deine Eltern? Seine Eltern... Die Frage war an den Knaben gerichtet. Es tut mir leid, ich kenne meine Eltern nicht. Sie sind bei einem Feuer gestorben. Bei einem Feuer? Oh, schrecklich. Und wie hat sich das zugetragen? Also, ich kann mich nicht mehr sehr gut erinnern. Ich war noch ganz klein. Wir wohnten in einem riesigen Haus. Und dann hat es gedonnert und geblitzt. Und wie hieß nochmal sein Vater? Wie, sein Vater? Der hieß Fried. Ganz ruhig, Pater Bertel, ganz ruhig, nicht aufregen. Fridolin. Sein Vater hieß Fridolin. Ein Bauer aus dem Waldviertel. Im Waldviertel. Und im Waldviertel, da wohnen die Bauern dann in riesigen Häusern. Naja, nicht alle. Und du sprichst Latein? Ja, das hat mir Pater Bertel beigebracht. Na, interessant. Die Angehörigen der niederen Geistlichkeit sind kaum der deutschen Sprache mächtig und dieser Knabe hier spricht Latein. Naja, Maximilian ist zu höheren Berufen. Ach, später vielleicht. Ja. Vielleicht Priester? Ja. Oder Bischof? Mag sein. Ja, warum nicht gleich Großinquisitor? Los mit dieser Farce. Sag mir die Wahrheit. Wer ist dieser Knabe? Ich muss euch auf die Sprünge helfen, und zwar mittels der Folter. Warte, bitte. Pater Bertel, bitte. Manchmal hilft nur das Lachen. Man kann ganz Besseres machen. Fischer Fritz foltert volle Frösche. Warum lasst ihr nicht in Ruhe? Er hat euch doch die Wahrheit gesagt. Ja, das hat er. Ihr könnt gehen. Komm, Pater Bertel, wir gehen. Ja, vor. Manchmal hilft nur das Lachen. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Eure Eminenz? Maxi. Der kleine Maxi. Der Pater hat einmal den ganzen Namen genannt, Maximilian. Ja, aber die meisten Knaben, die man mit Maxi abkürzt, werden eigentlich Maximilian. Erinnerst du dich noch an den Namen des Vaters? Fridolin. Fried. Da wär's dem Pater fast herausgerutscht. Was herausgerutscht? Friedrich. Friedrich? Friedrich der Dritte aus dem Hause Habsburg. Herzog der Steiermark von Kärnten und Krain, Herzog von Österreich, römisch-deutscher König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Aber Eure Eminenz, wollte ich damit... Denk mal ganz scharf nach. Friedrich hatte einen Konflikt mit seinem eigenen Bruder, nicht? Albrecht VI. Und der ließ ihn in der Wiener Hofburg mit Kanonen beschießen. Ja, verstehst du denn nicht? Max hat von Donner und Feuer gesprochen, und zwar in einem riesigen Haus. Und seitdem ist der Sohn von Kaiser Friedrich wie durch Zauberhand verschwunden. Und wie hieß dieser Knabe? Der Thronfolger Maximilian. Ganz genau. Friedrich der Dritte hat seinen Erben in Sicherheit gebracht, indem er ihn auf eine Reise schickte, mit einem unauffälligen Pater von Burg zu Burg, von Kloster zu Kloster. Der kleine Maxi ist der zukünftige römisch-deutsche Kaiser. Und wer diesen Knaben in seiner Gewalt hat, der verfügt über eine Macht, die alles verändert. Nur die Macht kann der Schlüssel sein. Wer sie hat, darf niemals feige sein. Nur mit Macht führt man die Menschen an. Doch der Kaiser
das nicht getan. So viel Krieger, so viel Schlachten und Streit, weil der Mann fehlt, der mit starker Hand die reiche Alpha eint. Nur die Macht kann der Schlüssel sein, nur die Macht. Derjenige, der sich der Macht als würdig erweisen will, er darf nicht zögern. Siegfried, wir schreiten zur Tat. Komm. Aber das habe ich dir doch schon so oft erzählt. Ja, aber jetzt fällt mir auf, dass irgendwas nicht passt. Das, was nicht passt? Ein Bauernhaus im Waldviertel? Ich kenne die Bauernhäuser hier im Mostviertel. Und die sehen so gar nicht aus wie an das Haus, das ich mich erinnere. Die hohen Wände, die vielen Räume, die offenen Kamine mit dem prasselnden Feuer drin. Aber Maxi... Maxi, du hast gerade eben noch Maximilian gesagt. Aber das sagt doch gar nichts. Was ist denn los? Nebukadorius hat Maxi gerade verhört und ihn ganz durcheinander gebracht. Und jetzt schaut ihn euch an. Wer bin ich? Und wer ist meine Mutter? Wer bin ich? Und wie ist denn mein Vater? Wer bin ich denn? Und wo komm ich her? Aber das weißt du doch. Wer bin ich? Da bleiben so viele Fragen. Wer bin ich? Die mich schon lange plagen, wer bin ich denn? Wo ist mein Platz in der Welt? Das kann schon mal passieren, dass man solche Fragen stellt. Schon mal passieren, dass da kein Weg mehr weiterführt. Dann fühlt man sich allein und ist verängstigt und verwirrt. Wer bin ich? Ich kann schon nicht mehr lachen. Wer bin ich? Da fehlen so viele Sachen. Wer bin ich denn? Und sieht man mir denn wirklich, wie es ist? Ich rede lieb. Wer bin ich denn? Sie können mir nur helfen, kleiner Freund. Juhui! Vielleicht kann ich dir dem Schnapsi-Maxi helfen. Wer bin ich? Ich bin ein Babydrache, das bin ich. Weil ich halt immer lache. Meine Mama hat die allerlängste Nase auf der Welt. Wer bin ich? Die Mama. Ich kann noch nicht mal schweben. Wer bleib am Boden kleben, was ich nicht mehr weiß. Bin ich überhaupt noch ein Rittergeist? Danke, Juhu. Moment, Moment. Was muss ich denn da hören? Wer lässt denn da den Kopf so hängen? Ritter Rüdiger? Maxi? Fragen über Fragen, aber bringt nix. I-A. I-A. Nein, das bringt nix. I-A. I-A. Ich leb so viele Jahre, hab schon so viel graue Haare, doch von der Wiege bis zur Bahre, nur gute Freunde sind das Wahre, das ist fix. I-A, I-A, das ist fix. I-A, I-A. Woher man kommt, wohin man geht, wofür man lebt. Nur eines macht, dass sich die Erde weiter dreht. Wer gute Freunde hat, weiß immer, wo er steht. Mit Freunden gemeinsam ist man nie einsam auf dieser Welt. Was macht mit der Freundschaft? Macht das die Freundschaft uns so gefällt? Isabella, beginn doch mal das Lied. Sei die Freunde, oh ja, gute Freunde, oh ja. Wenn du einmal Zweifel hast, Freunde nehmen dir die Last. Sei die Freunde, oh ja, gute Freunde. Zusammen unser Leben lang.
Maxi. Kommt, Freunde, Freunde. Seid ihr Freunde? Oh ja, gute Freunde. Oh ja, Freunde haben große Ohren, die kann man braten und auch schmoren. Gut getrocknet sind sie, knusprig und so gut. Und da kriegt der Knacksi Maxi wieder Mut. Juhui! Oh, heilige Mutter Maria. Du kannst ruhig Brunhild zu mir sagen. Was? Ich, Brunhild, du... Brunhild! Ich hab... Was ist denn passiert? Ich hab noch nie so etwas Schreckliches gesehen. Nebukadnezar hat hinter der Burg auf der Weide dieses arme Kleine, dieses Unschuldige, dieses arme Schaf. Ein Schaf? Ja, das ganze Schaf. Das einfach mit diesem Gas und in weniger Sekunden die ganze Masse aus Blut, Fleisch. Sei mir nicht böse, aber ich verstehe gerade überhaupt nichts. Nebukadnezar war immer mein Gönner, mein Förderer, mein Lehrmeister. Aber das, was ich jetzt gerade in seinen Augen gesehen habe, macht mir Angst. Erzähl mir doch, was... Siegfried! Oh mein Gott, nein. Ich kann ihm jetzt nicht unter die Augen treten. Dann komm mit mir schnell! Siegfried! Seltsam. Er scheint ihn jetzt doch ein wenig aus der Bahn geworfen zu haben, diesen zart beseiteten jungen Mann. Er wurde bisher weder mit dem Tod noch mit der Versuchung durch die Macht konfrontiert. Dann wird es jetzt die Schule seines Lebens. Nur die Macht kann der Schlüssel sein, um die Welt zu lenken, zu befreien. Nur die Macht, die man dann auch behält, sonst regiert das Chaos diese Welt. Für den Frieden braucht es einen, der lenkt. Für die Freiheit braucht es einen, der für alle Menschen denkt. Nur die Macht kann der Schlüssel sein. Nur die Macht. Alle spielen ihre Spielchen, wollen immer mehr, doch sie kämpfen nur um Krümel. Der Teller, der bleibt leer. Auf dem harten Weg nach oben, von dem manche Wunde zeugt, muss ich viele Schlachten schlagen, doch ich hab mich nie gebeugt. Wenn ich sehe, wie das Leben manchen Mann gebrochen hat, der Macht in seinen Händen nicht entsprochen hat, der nur zögert, der nur zaudert, feige ist und weich. Doch ich weiß, wenn ich heute siege, dann vereine ich dieses Reich. Man darf nicht zögern, nicht zaudern, sich dieser Macht als würdig zu erweisen, selbst wenn man dafür töten müsste. Nur die Macht kann der Schlüssel sein. Wer sie hat, darf niemals feige sein. Nur die Macht führt man die Menschen an. Doch der Kaiser hat das nicht getan. So viel Kriege, so viel Schlachten und Streit, weil der Mann fehlt, der mit starker Hand die Rache all vereint. Nur die Macht. Was ich in den Händen halte, ist so schrecklich schön. Es ist grausam, es ist tödlich, keiner kann bestehen. Es wird heute hier beendet, dass man mich hier bekriegt. Dieses Mittel in den Händen, bleib ich unbesiegt. Und da ist noch diese Gnade, der Trumpf in meinem Spiel. Er bringt mich an das Ziel. In diesem Kampf auf Tod und Leben kann nur einer Sieger sein. Und das bin ich allein.
befreien. Nur mit Macht führt man die Menschen an. Doch der Kaiser hat das nicht getan. Für den Frieden braucht es einen, der lenkt. Für die Freiheit braucht es einen, der für alle Menschen denkt. Nur die Macht kann der Friseur sein. Nur die Macht. Wo haben sich denn die Rheinsberger hin verkrochen? Immer wenn ich zu singen beginne, sind sie weg. Bruno, blas doch bitte mal die Fanfare und du hol den Delinquenten aus dem Stall. Ja, die Fanfare, es ist immer so lustig. Ja, ich weiß, Ketzerei, Unzucht, Verschwörung, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber Heinrich muss fallen, das ist klar. Und ich weiß auch schon, wie... Was ist denn das für ein abscheuliches Geräusch? Du sollst die Fanfare blasen, nicht die Posaune. Das ist deine Fanfare. Sowas. Maxi? Ja. Warte, Bertel. Siegfried, ich hoffe, die Aufregung hat sich wieder ein wenig gelegt. Es ist alles gut, Eure Eminenz. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, dann eröffne er den Prozess. Hör dich. Ich eröffne hiermit die Fortsetzung des Prozesses gegen Heinrich von Rheinsberg. Gut, wie ist das Befinden des werten Delinquenten, Siegfried? Ich nehme an... Saugut. Unverändert, Eure Eminenz. Bedauerlich, sehr bedauerlich. Isabella von Rheinsberg? Eure Eminenz? Seid ihr mit Prinz Bertrand von Bordeaux verheiratet? Noch nicht, aber der Termin steht schon fest. Gut. Wachen, nehmt sie fest. Was? Arno, warum Monsieur? Ich Monsieur. Habe in Erfahrung gebracht, dass ihr guter Hoffnung seid. Was? Schwanger ist Isabella, stimmt. Also, ich weiß nicht. Ich hatte einen Verdacht, aber ich wollte damit warten, bis ich sicher bin. Ich habe keine Ahnung, woher Pater Bertel die Information hat, aber offenkundig hat er sogar einen Beweis. Woher wisst ihr das? Danke, Pater Bertel. Ihr seid wirklich ein Meister darin, Dinge unbeabsichtigt zuzugeben. Aber die Konversation von gerade eben war ja aufschlussreich genug. Diese beiden hier, die sich nicht im heiligen Stand der Ehe befinden, haben Unzucht getrieben und sich somit strafbar gemacht. Aber Unzucht ist nicht Ketzerei! Das ist wahr, Siegfried. Deswegen wird sie auch nur an den Pranger gestellt. Mit einer 6-monatigen Kerkerstrafe bedacht, mit glühenden Zangen gebrannt und anschließend öffentlich ausgepeitscht. Es reicht! Hört endlich auf mit diesem unwürdigen Schauspiel! Niemand wird sich an meiner Tochter vergreifen, noch bin ich Burgherr auf Rheinsberg und ich werde nicht zulassen, dass... Dass eurer Tochter was geschieht! Nun, sei es drum. Lasst sie frei. Und ergreift diesen elenden Schwindler hier, diesen Ketzer, der es gewagt hat, die heilige Inquisition zum Narren zu halten. Ob Isabella schwanger ist oder nicht, das kümmert mich an den Dreck. Aber ihr seid ein Ketzer, ein Schwindler und ein Scharlatan. Und euch, und das schwöre ich bei Gott, werde ich auf den Scheiterhaufen bringen. Niemand wird heute auf den Scheiterhaufen gebracht. Isabella! Landsknechte! Niemand rührt sich. Kuno Bruno, lasst Heinrich frei. Wagt es. Ihr seid Soldaten und habt Angst vor einem Weib. Sie müssen keine Angst haben. Landsknechte, haltet stand! Denn ich treffe, worauf ich ziele. Und mein nächster Pfeil zielt auf euer Herz, Nebukadnezarius. Ihr seid tot. Ihr zielt auf einen Mann der Kirche. Lasst ihn frei. Ja. Lasst ihn frei. Niemand muss verletzt werden. Lasst ihn... Komm her.
Was soll das, eure Eminenz? Wie könnt ihr? Wie könnt ihr glauben, dass ich euer Geheimnis nicht durchschaut haben könnte? Ich weiß, dass ich mit diesem Knaben den größten Trumpf im Kaiserreich in der Hand halte. Denn dieser Knabe... Denn dieser Knabe ist der zukünftige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und er ist mein Thronfolger. Maximilian der Erste. Mein Sohn. Eure Majestät. Pater Bertel, mein treuer Diener, es freut mich, euch wohlbehalten hier zu sehen. Aber wie es scheint, komme ich keinen Augenblick zu früh. Deodatus Nebukadnezarius, lasst augenblicklich meinen Sohn frei. Ihr versteht das vollkommen falsch. Ich verstehe das vollkommen richtig. Großmeister der Heiligen Inquisition, diesen Titel habt ihr die längste Zeit getragen. Das verspreche ich euch. Ist das wirklich Kaiser Friedrich? Ich glaube, mein Schwänzchen. Psst. Ja, Maxi. Das ist Kaiser Friedrich und er ist euer Vater. Und ihr seid der Thronfolger, Majestät. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Seit wann kniest du denn vor deinem Maxi nieder? Nein, nicht mehr Maxi, edler Prinz. Ab nun nur mehr Maximilian. Es freut mich zu sehen, dass ich mich nicht in euch getäuscht habe, Pater Bertel. Aber umso mehr scheine ich mich in euch getäuscht zu haben, Deodatus Nebukadnezarius. Und damit ihr kein weiteres Unheil anrichten könnt, muss ich euch verhaften lassen. Landsknechte. Ihr lasst auf euren Kaiser zielen. Die ganze Burg ist von meinen Soldaten umstellt. 2 Schüsse habt ihr. Dann seid ihr des Todes. Ja, was ficht euch denn an? Ihr könnt doch nicht auf euren Kaiser zielen. Dahin auf. Dahin zielt die Fiole. Diese geniale Erfindung meines Bruders. Hinweg. Siegfried, komm her. Siegfried, du hast doch gesehen, was das Gas anrichten kann. Hm? Bestätige es mit deinem Bericht. Oh mein Gott. Hinfort. Er hat diese Flüssigkeit hinten im Wald an einem Schaf getestet. Und ja, sobald sie mit Luft in Berührung kommt, verwandelt sie sich sofort in ein grünes Gas, das sich rasend schnell ausbreitet. Und dieses Gas hat den Schaf innerhalb weniger Sekunden in eine Masse aus Blut und Fleisch. Ich danke dir für diese bewegende Schilderung. Nebukadnezarius, ihr seid der Teufel! Was? Nein, wo denkst du denn hin, Siegfried? Wie könnte denn der Teufel den Teufel austreiben? Wenn ihr das Gas ausströmen lasst, werdet ihr wenigstens auch selbst getötet. Wie? Da kennt ihr aber meinen Bruder schlecht. Er hat natürlich ein Gegenmittel. Oh, das ist ja leer. Wahrscheinlich deswegen, weil meine Landsknechte und ich ausgiebig davon getrunken haben. Ja, und warum haben wir beide nichts davon bekommen? Tja, man muss eben Prioritäten setzen im Leben. Ubi est Deus meus in coram meam! Hallo! Ihr kleinen Flachlandknechte! Na, versucht doch mal die Flasche zu treffen, ne? Hoppa! Was ist das? Hui, Mama, so lustig! Was, das Vieh lebt noch? Was ist, dritter Rüdiger, die Flasche darf nicht zerbrechen! Was? Diese Flasche hier? Na, keine Sorge. Ich bin doch nicht blöd. Ihr gefährdet das Leben all dieser Menschen hier. Fällt die Flasche sofort auf den Boden. In 5, 4, 3, 2... Was? Da hat jemand die Drachensaupone geblasst. Und dann hat er sie wieder zurückgeblasst. Und dann hat er sie schon wieder geblasst. Und dann habe ich mich nicht mehr ausgekennt. Juhui, Mama und Papa,
zusammen. Ja, aber Ritter Rüdiger, was hast du denn da hinterm Rücken verborgt? Feuermaul, das darfst du nicht. Yes, nein. Ganz gleich, schieß! Schieß! Schlechter, ha! Das habt ihr so gedacht, ja? Aber ihr kriegt... Feuermaul, was hast du getan? Jetzt musst du sterben! Das war scharf! Gibt's davon noch mehr? Nein, ich glaube nicht. Schade. Deodatus Nebukadnezarius, und nun zu euch. Wagt es nicht, ein Mitglied des heiligen Offiziums anzurühren. Ihr habt keinerlei Verfügungsgewalt über mich. Keinerlei. Nein, im Gegenteil. Ihr habt meine Arbeit behindert. Ihr habt die Arbeit der heiligen Inquisition behindert. Ich gehe, ja. Aber ich kehre wieder mit weiteren Mitgliedern des heiligen Offiziums, mit Tausenden, und dann gnade euch Gott. Ich werde nicht der erste Kaiser, der vom Heiligen Stuhl exkommuniziert wird. Meine Macht wird jeden zermalmen, der es wagen sollte, sich ihr in den Weg zu stellen, egal ob Kämpfer, Ketzer oder Kaiser. Meine Zeit wird kommen und die Eure wird da. Lass mich hier! Was ist hier? Meine Zeit wird kommen! Also ich habe ja bei den beiden Drachen meinen Augen schon nicht mehr getraut. Aber was bitte war das? Das war Adelheid mit den Zeitgeistern. Sie kümmern sich jetzt um den Schurken. Auf dieser Burg geschieht ein Mysterium nach dem anderen. Und mein Sohn spricht den Rätseln. Habt ihr ihm das beigebracht? Nein, Eure Majestät. Dieses vorlaute Mundwerk ist sozusagen sein Markenzeichen. Und du bist mein Papa? Aber Maxi, bitte, was haben wir gelernt? Auch die eigenen Kinder sprechen den Kaiser nur mit Eure hochwohlgeborene Majestät. Stimmt. An. Eure hochwohlgeborene Mayonnaise. Aber ich bin's, euer Maxi. Maximilian, mein lieber Sohn. Ich bin ja so froh, dich wieder bei mir zu haben. Du und auch deine Mutter freut sich schon so sehr auf ein Wiedersehen. Soll es heißen, ich habe noch eine Mama? Ich hatte immer gedacht, ich werde ein Waisenkind. Und jetzt weiß ich doch, dass ich auch noch eine Mama habe. Das ist so toll. Du Mama, soll das heißen, dass der kleine Knacksi Maxi auch eine Mama mit einer langen Nase hat? Nein. Die Kaiserin hat natürlich keine lange Nase. Aber meine Mama hat eine lange Nase. Ja, deine Mama hat eine lange Nase. Bitte, Rüdiger, ich werde diesen Tag niemals vergessen. Und ich werde auch dich niemals vergessen. Ich weiß, dass inzwischen alle über die Ritter lachen. Aber ich lache nicht, auch wenn sie mich den letzten Ritter nennen. Ich werde die Ehre der Ritter für immer hochhalten. Eure Maxität, Eure Majestät. Das ist so eine große Ehre. Vergiss das mit der Majestät. Du bist mein Freund für immer und ich werde dafür sorgen, dass dein Name auch noch in 1000 Jahren hochkommt. Ach, das ist so eine große Ehre. Da muss ich einfach sagen, ich glaube mein Schuh. Woo!